Day of Destruction TV. Wir sind heute live in Hanau dabei. Heute ist die Mixfight Gala Nummer 17. Neben mir sitzt der junge Kämpfer Kevin Schütze. Kevin, du hast gerade gekämpft, wie man sieht. Das ging recht schnell. Kannst du kurz sagen, was ist passiert? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin sehr kurzfristig eingesprungen und ich war eigentlich auf einen anderen Gegner eingestellt, den ich eigentlich kriegen sollte. Dann wurde getauscht und ja, somit hat es schnell geändert jetzt diesmal. Ja, also du hast gerade verloren. Ging vorzeitig zu Ende. Ich habe es gar nicht genau gesehen. Was ist passiert? Ja, er hat mich mehr als dreimal zu Boden geschickt und dann hat der Ringrichter abgebrochen, weil man nur laut Verband dreimal angezählt werden darf in einer Runde. Zum Schutz des Kämpfers wird dann abgebrochen. Okay, aber eigentlich machst du ja einen ganz frischen Eindruck. Du kannst sogar lächeln. Also, ja, hat nicht sollen sein heute. Kevin, gibt es jetzt Pläne für dich in naher Zukunft? Für dieses Jahr steht erstmal nichts mehr an. Erstmal Pause und nächstes Jahr starten wir wieder durch. Genau, also noch kein fester Termin. Ich bin für alles offen. Hast du so einen Wunsch, wo es vielleicht mal hingehen soll? Ganz da oben. Also Weltmeister wäre schon mal nicht schlecht irgendwann, aber wir fangen langsam an und dann gucken wir mal, was die Zeit bringt. Alles klar, Kevin. Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal schöne Weihnachten und dass die nächste Vorbereitung vielleicht etwas besser läuft und Weltmeister, warum nicht? Auf jeden Fall. Willst du deinen Fans vielleicht noch was sagen? Ja, ich grüße natürlich alle ganz lieb von mir, die mich kennen. Gruß an die engen Freunde, die mich immer unterstützen und natürlich an meine Freundin, die das alles mitmachen muss immer. Ja, also der Kevin, ein ganz sympathischer junger Mann. Wir sagen danke für die kurzen Worte. Wir sind